Hallo Leute, ich bin Alex von German Bell Talk und heute habe ich erneut ein Unboxing für euch und dieses Mal ist es wieder ein Titel. Und ihr habt es vielleicht schon im Thumbnail gesehen, ich tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie er aussieht, und es ist tatsächlich der TNT Championship von All Elite Wrestling. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie der aussieht und ich hoffe, ihr auch. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal ganz genau aus der Nähe an. So, und da haben wir also nun das gute Stück vor uns. Ist ein relativ großes Paket, ungefähr 75 cm ist es lang und wurde von DHL schon mal ausgepackt und quasi wieder verpackt, um einen Security-Check zu machen. Und ich würde jetzt sagen, wir schauen einfach mal rein in das Paket und gucken, was da so Tolles drin ist. So, nun müssten wir aber den Titel rausbekommen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal das Paket auf. Oha, okay, das ist schon mal geil. Zeige ich euch sofort. Wir nehmen das mal aus der Verpackung raus. Zuerst kann man hier sagen, super eingepackt. Super für den Transport. Diese Knisterfolie, super dabei. Und wir haben, ganz wichtig, Steine. Und davon jede Menge. Das ist ein ganzes Ding voller Extrasteine. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Dann haben wir noch mehr Folie. Noch mehr Folie eingepackt. Und das Ganze kommt tatsächlich in einem extra Beltpack. Auch das habe ich so bisher noch nicht extra bekommen. Gucken wir mal. Okay. Ist wirklich relativ lang. Ich denke mal hier, das ist die untere Seite und ich würde sagen, wir packen den jetzt mal aus. So sieht das Ganze also von hinten aus und ihr seht schon, die Schrauben sind gecovert von der Rückseite her und der Titel ist nochmal eingepackt in extra Folie. Das heißt, wir packen jetzt auch das aus. So sieht das Ganze jetzt aus. Und ich würde sagen, also erstmal, was man bereits jetzt sieht, wie gesagt, es hat ein wahnsinnig gutes Curving. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich denke schon, wirklich, wirklich sehr, sehr gutes Curving. Und wir haben einen Goldtipp. Auch das ist sehr, sehr cool. Beidseitig, auch das hat man tatsächlich dahingehend nicht sehr häufig. Und ich würde sagen, wir drehen den Gürtel jetzt mal um und schauen uns den gemeinsam an. Und ich hoffe einfach, dass ich ihn jetzt auf der richtigen Seite habe. Da ist er. Und das sieht richtig geil aus. Der TNT Championship von All Elite Wrestling. Und mein Gott, sieht der gut aus. Ich habe jetzt nur den ersten Blick, es sind Stacked Plates, man sieht ja also quasi hier das All Elite Wrestling Logo ist oben, das TNT Logo ist oben, der Rest sind flache Platten, aber das zeige ich euch mal, die sind gut hoch, ich würde jetzt mal so spontan sagen 3 mm werden die Platten hoch, also es sind nicht diese WWE Shop 2 mm Platten, das nicht. Der bringt einiges an Gewicht mit. Relativ große Mainplate, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Die Sidebars, okay, gut, ja. Aber
Das Curving ist wahnsinnig gut. Ihr seht, ich kriege hier ohne Probleme eine ganze Hand runter. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal noch die Folie weg und dann zeige ich euch den nochmal von links nach rechts ganz kurz im Detail. So, das ist also der AEW TNT Championship. Und ich würde sagen, wir fangen hier ganz links an. Ich gehe mal ruhig ins Detail rein. Ihr seht das Leder und das Tooling. Auch das ist vorhanden. Wir haben eine relativ große Snapbox, die nochmal extra abgetrennt ist. Das seht ihr hier quasi. Wir kommen dann zur ersten Sideplate. Die ist auch relativ schön im Tooling. Gut gearbeitet. Überall haben wir diese kleinen Steinchen ringsrum. Die sind bisher auch noch vollzählig, so wie ich das zumindest gesehen habe. Zweiter, die innere Sideplate quasi. Die ist schön rausgearbeitet. Dann natürlich diese massive Mainplate. Und die glitzert ohne Ende. Wirklich, wirklich ohne Ende. Das Champion Banner. Ich sehe jetzt auch hier keine groben Beschädigungen oder sowas. Es sieht einfach schön aus. Dann haben wir hier an der Seite jeweils links und rechts diese Sidebars. Die sind dran tatsächlich an der Mainplate. Und die beiden Sideplates auf der rechten Seite sehen exakt so aus wie die auf der linken. Wir haben nochmal ein AEW-Logo so ziemlich weit rechts, die Female Snapbox und natürlich der Goldtipp. Schön herausgearbeitet, schöner Titel und ich freue mich, den dann euch in der richtigen Review dann noch einmal zeigen zu dürfen. Und wie immer melde ich mich natürlich auch nochmal von hier und ihr seht schon, das Ding ist eine Wucht. Das Ding ist richtig groß. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Mainplate so groß ist und ihr seht auch das Leder, es biegt sich wunderbar hier um die Schulter, man kann ihn wirklich sehr sehr gut tragen, auch hier zeige ich euch das nochmal so. Also das Leder ist wirklich 1A, es ist wirklich wirklich super und man kann hierzu wirklich nichts sagen. Das ist super Arbeit, das ist wirklich wirklich gut gemacht und ich bin hochzufrieden mit dem. Und ihr könnt ja jetzt vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob euch der Titel, der All Elite World Title oder der TNT Titel besser gefällt. Das ist übrigens die Version, die damals Sammy Guevara eingeführt hat, wenn man das so möchte. Und die jetzt tatsächlich von Wardlow wiedergebracht wurde. Ist also locker die vierte Version, glaube ich, dieses Titels. Und für mich war es bisher die schönste, deswegen habe ich gesagt, die hier, nicht die mit dem roten Leder, nicht die, die Miro hatte und auch nicht die, die Scorpio Sky hatte. Es sollte die hier sein. Und die ist es geworden und ich bin wirklich hochzufrieden. Das kann man tatsächlich nicht anders sagen. So Leute, und das war es dann auch schon mit dem Unboxing zu dem TNT Champion Titel. Und ich freue mich tatsächlich, den dann euch auch demnächst in einer richtig nahen Review zu zeigen und da gehen wir nochmal auf sämtliche Details dieses Titels ein. Und bis dahin, schaut doch gerne nochmal ein anderes Unboxing und abonniert, kommentiert, ihr kennt den ganzen Spaß und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal.